Hallo und herzlich willkommen. Was wiegt eigentlich ein Lastrada Regent S? Das ist genau das, was wir in diesem Fahrzeug rausfinden wollen. Stimmt die Prospektangabe, die Lastrada zu diesem Fahrzeug macht, mit den Optionen, mit der Realität überein? Ist ausreichend Zuladung für das, was ihr damit machen wollt? Das sind die Fragen, die wir in diesem Video klären. Bevor wir damit loslegen, macht Chris euch ein paar schicke Eindrücke von dem Fahrzeug. Dabei wünsche ich euch viel Spaß und dann nehmen wir das Auto theoretisch mal richtig auseinander. Gefällt euch der Regent S genauso gut wie uns? Ich finde das ein richtig schickes Auto und so wie er hier steht, auch super stimmig aufeinander abgestimmt, Innen- und Außenfarbe. Grundsätzlich haben wir zum Lastrada Regent S ja schon das ein oder andere Video gemacht. Da blenden wir euch die Verlinkungen oben nochmal mit ein, dass ihr euch die Videos anschauen könnt. Wir haben einen Vergleich zum Sven Hedin von Westfalia gemacht und gleichzeitig eben auch verschiedene Produktvorstellungen. Da kriegt ihr alle Details, alle Maße zum Lastrada Regent S. Das, was wir heute anfangen wollen, ist eine neue Serie von Videos. Die wird heißen, was wiegt eigentlich ein? Und dann schauen wir uns die einzelnen Modelle der Hersteller mal an und schauen, ob die Prospektangaben mit dem übereinstimmen. Weil wir immer wieder die Rückmeldung kriegen bei den Videos, warum sagt ihr eigentlich nichts zum Gewicht? Zum einen ist das nicht so einfach, weil jedes Auto höchst individuell zusammengestellt ist und es bringt überhaupt nichts, wenn ich in einem Video sage, das Auto hat im Serienzustand eine Masse im fahrbereiten Zustand von so und so viel Kilo, weil das nichts mit der Realität und den Ausstattungen zu dem Fahrzeug zu tun hat. Und deswegen haben wir uns vorgenommen, jetzt Stück für Stück die Fahrzeuge mal genauer anzuschauen, zu schauen, wenn ich mir die exakte Konfiguration dieses Autos vornehme, was wiegt das Auto laut Herstellerangaben? Dann werden wir das Auto konkret wiegen und dann werden wir vergleichen, wie weit wir davon weg sind. Ich hoffe, dass das nicht allzu weit sein wird, da bin ich aber sehr gespannt, wie das laufen wird. Wenn wir uns die Gewichtsberechnung dieses Fahrzeugs anschauen, also grundsätzlich gesprochen, wir haben ein Lastrada Regent S, Modelljahr 2020, neues Auto aus diesem Jahr, aktueller Sprinter, technisch absolut up to date. Ich habe mir jetzt die genaue Ausstattungsliste geschnappt und wir rechnen jetzt mal zusammen, was da ist. Lastrada selbst gibt die Masse im fahrbereiten Zustand mit 2950 Kilo an. Ich denke, wir blenden euch, damit ihr das einen besseren Überblick habt, blenden wir euch mal hier an der Seite die wichtigsten Daten mit ein, dass man das ein bisschen besser nachvollziehen kann. Also Masse im fahrbereiten Zustand, nackter Lastrada Regent S Serienzustand 2950 Kilo. Gewichtsmäßig die ganz dicken Brocken habe ich mal rausgesucht. Bei diesem Fahrzeug ist natürlich der Allradantrieb mit Abstand das Schwerste, was wir haben, den Mercedes mit 144 Kilo angibt. Dann haben wir die Automatik mit 38 Kilo. Dann ist es das 4,1 Tonnen Chassis, das 35 Kilo mehr Gewicht hat. Ein Reserverad mit dem Reserveradhalter hinten drauf, 32 Kilo. Die Markise 35 Kilo. Das sind so die ganz, und das Komfortpaket von Lastrada mit den Pilotensitzen und solchen Dingen nochmal 36 Kilo. Das sind die großen Brocken. Es gibt noch diverse Positionen, die 1, 2 oder 3 Kilo haben. In Summe ist es aber so, dass wir, so wie das Fahrzeug ab Werk gekommen ist, 406 Kilo Optionen Lastrada haben, die wir jetzt auf die 2950 Kilo da oben in der Ecke draufrechnen können. Dann haben wir unsererseits aber natürlich auch noch das ein oder andere gemacht. Und zwar haben wir Sicherheitsschlösser eingebaut, haben wir einen Wechselrichter eingebaut, haben wir Grundträger für den Dachträger mit draufgebaut. Das sind in Summe nochmal 16 Kilo, die unsererseits mit dazugekommen sind. Und als allerletztes hat dieser Wagen nochmal den Igelhaut-Unterfahrschutz für Vorderachse und Verteilergetriebe bekommen. Das sind nochmal 26 Kilo on top.
In Summe haben wir also eine Masse im fahrbereiten Zustand 3398 Kilo. Die Masse im fahrbereiten Zustand ist für euch natürlich ein sehr theoretischer Wert, weil es relativ wenig mit der Praxis zu tun hat. Das ist schön, dass man es vergleichen kann, aber es gibt für die Hersteller unendlich viele Stellschrauben, wo man die besser oder nicht so gut aussehen lassen kann. Für das, was wir heute machen mit dem realen Nachwiegen, müssen wir jetzt erstmal ermitteln, was müsste das leere Gewicht sein, so wie das Fahrzeug da ist. Lastrada gibt es mit 30 Liter Fahrfüllung für den Frischwassertank an. Das heißt, wir rechnen 30 Kilo Frischwasser raus. Dann ist die Masse im fahrbereiten Zustand nach der Norm mit 90% gefüllten Kraftstofftank ermittelt. Das heißt für uns hier, wir haben einen 93 Liter Kraftstofftank. Den, das wird jetzt alles sehr theoretisch, den zu 90% gefüllt, sind 83,7 Liter. Da muss ich jetzt mal ablesen. Diesel hat aber ein spezifisches Gewicht, was nicht ein Kilo, ein Liter, ein Kilo ist, sondern ein Liter Diesel wiegt, soweit meine Wikipedia- und YouTube-Recherche das ergeben hat, 840 Gramm. Das heißt, diese 83,7 Liter, 90% Füllung, müssen wir mal 0,84 Kilo pro Liter nehmen. Das heißt, rechnerisch dürften 70 Kilo ziemlich exakt drin sein, die wir auch rausrechnen müssen. Dann ist in der Masse im fahrbereiten Zustand immer schon eine Gasflasche mit drin. Da dürfen die Hersteller das natürlich auch für sich optimiert betrachten. Das heißt, in der Regel wird eine 11 Kilo Flasche mit reingerechnet aus Alu. Das ist einfach deutlich leichter. Da wiegt eine Flasche 5 Kilo, die Füllung dann 11 Kilo, sind 16 Kilo, die wir rausrechnen. Und der rechnerische normdeutsche Fahrer, den wir in den DIN-Norm mit reinrechnen, wiegt 75 Kilo. Das und noch zwei, drei Kleinigkeiten ist in dieser Masse im fahrbereiten Zustand mit drin. Wenn ich das von den 3398 Kilo abziehe und die 20 Liter Kraftstoff, die wir jetzt reingefüllt haben, damit wir überhaupt zur Waage kommen, wieder draufrechne, müsste das Auto so, wie es leer wiegt, 3225 Kilo wiegen. Und das werden wir jetzt nachprüfen. Ich lasse jetzt nochmal die letzten Tropfen Wasser raus, damit wir wirklich ein reales Leergewicht haben. Und dann fahren wir mal gemeinsam zur Waage und schauen, ob das mit der Realität übereinstimmt. So, Schaltknauf von Mercedes gibt es nicht mehr, deswegen haben wir hier den kleinen. Damit gehen wir auf D, Handbremse elektronisch lösen und Abfahrt. Was fahren wir hier eigentlich? Wir fahren den neuen Mercedes Sprinter, das ist klar. Wir haben 163 PS Motor, kombiniert mit der Wandler Automatik, der 7G Tronic. Das ist ein super gutes Fahren, total komfortabel. Und der Sprinter ist halt so, wenn man drin sitzt, einfach mit Abstand das Auto, was am dichtesten am PKW ist. Ich muss hier mal kurz aufs Tempolimit achten, nicht, dass wir noch ein Ticket kriegen. Was ich toll finde, ist zum einen das gesamte Cockpit. Das ist sehr, sehr nah an dem, wie ein normaler Mercedes auch wäre. Mit dem Lenkrad, mit den Bedienelementen, mit den Schaltpedalen, mit dem ich theoretisch einen Überholvorgang vom LKW vorbereiten kann. Und was für mich besonders als großer Mensch toll ist, ist, dass ich im Sprinter einfach großartig sitze. Das Ganze wird bei Lastrada nochmal verstärkt durch die SKA-Pilotensitze. Da ist für mich das absolute Highlight, dass ich hier die verschiebbare Sitzfläche habe und ich damit einfach wunderbar das auf meine Beine einstellen kann und perfekt machen kann. Der Sprinter passt immer schön auf mich auf. Schneide ich die Kurve, sagt der Spurhalteassistent, du hast da was falsch gemacht, fahre ich zu schnell, sagt der Tempolimitmann, irgendwas ist verkehrt. Auf jeden Fall achtet er mit drauf, was ich mache. 163 PS sind komfortabel zu fahren, erfüllt alle Ansprüche, die man irgendwie haben muss und ist natürlich auch gewichtsorientiert. Ein Riesenpunkt, um das in diesem Gewicht ganz klar zu sagen, der 190 PS Motor hat eben einfach dann etwas über 30 Kilo mehr Gewicht und in dieser Gewichtsbilanz spürt man das eben auch schon. Wir fahren jetzt die letzten Meter zu unserer Waage hier hin, da gucken wir dann gleich mal und danach bin ich gespannt, ob Realität mit der Praxis übereinstimmt. Nein, das ist falsch, Entschuldigung, ob die Theorie mit der Praxis übereinstimmt. So, ich steige mal aus, damit ich das Gewicht nicht verfälsche und guck mal, was das Ding wirklich wiegt. So, das sieht schon mal richtig gut aus.
fahre jetzt nochmal mit den Vorderrädern runter, damit wir die einzelnen Achslasten haben, dass wir uns die auch genau anschauen können. So, die spannenden Daten habe ich hier, das schauen wir uns jetzt genau an. Wir fahren aber jetzt zurück in Betrieb. Gibt leider kein offizielles Wiegeprotokoll, weil der Drucker gerade kaputt ist. Aber alles, was wir wissen müssen, steht hier drauf. Seid gespannt, ist, glaube ich, besser, als wir alle erwartet haben. So, wieder zurück in Stove bei uns auf dem Betriebsgelände. Was ist das Ergebnis unseres kleinen Ausflugs? Also, die geeichte Waage von dem Landhandel. Der Drucker war kaputt, aber hat mir die Werte aufgeschrieben. Wir haben 3080 Kilo echtes Leergewicht des Fahrzeugs. Keine Person, kein Wasser und ungefähr 20 Liter Kraftstoff mit drin. Wir haben Achslasten an der Hinterachse 1480 Kilo und an der Vorderachse 1600 Kilo. Ebenfalls echtes Leergewicht. Was bedeutet das für die Praxis? Wenn wir jetzt diese 3080 Kilo Leergewicht nehmen und das wieder draufrechnen, was wir vorher rausgerechnet haben, das heißt, wieder die 30 Kilo Frischwasser rein, wieder den Kraftstoff mit rein, wieder die Gasflasche rechnerisch mit rein und diesen Normfahrer 75 Kilo mit rein, dann haben wir eine Masse im fahrbereiten Zustand, nach meiner Berechnung 3251 Kilo. Errechnet hatten wir vorhin 3398 Kilo. Sind jetzt viele Zahlen vor und zurück, aber Fakt ist, dass der Lastrada in der Realität fast 150 Kilo leichter ist, als ich das erwartet habe. Das heißt, irgendwo habe ich entweder einen Fehler in der Berechnung gemacht oder Lastrada hat gesagt, wir nehmen diese Schwankungen, die wir uns alle vorschreiben, lieber im positiven Bereich, dass wir da einfach auf der sicheren Seite sind. Also wer den Fehler in meiner Berechnung hat, darf es gerne unten in die Kommentare schreiben. Das würde dann sicherlich auch allen anderen helfen. Aber in der Praxis ist es ganz klar so, 3250 Kilo meine rechnerische Masse im fahrbereiten Zustand. Das heißt, wir haben zu einer Zulassung 3,5 Tonnen noch 250 Kilo Zuladung für Beifahrer, Gepäck und alles was und die Differenz an Frischwasser. Und wenn ihr den Wagen als 4,1 Tonner zulasst, was bei diesem Auto wahlweise möglich ist, dann haben wir nachher 850 Kilo echte Zuladung. Also da könnt ihr auch noch Kajaks aufs Dach packen und machen, was ihr wollt. Fakt ist auf jeden Fall, wir können Lastrada da einen dicken grünen Haken in der Gewichtsberechnung dahinter machen. Es passt auf jeden Fall. Ist ja auch egal, was wir rechnerisch ermittelt haben. 3080 Kilo Leergewicht passt einfach. Und das ist ein Auto, was man gut fahren kann und eben in beiden Gewichtsklassen bewegen kann. In der Praxis muss das ja sowieso jeder für sich selber entscheiden. Fahre ich lieber so ein bisschen hart auf der Grenze, vielleicht auch mal ein paar Kilo drüber, habe aber dafür kein Tempolimit und reduziere mich ein bisschen bei der Zuladung. Oder sage ich, Zuladung ist für mich wichtig oder ich bin so weit über die Grenzen hinaus, dass ich das mit meinem Gewissen nicht mehr vereinbaren kann. Dann lasse ich das Auto auf, habe zwar Tempolimit auf 100, LKW-Überholverbot und einen Sack voll Dinge, die man eigentlich nicht unbedingt haben will, brauche mir aber über die Zuladung keine Gedanken machen. Da muss jeder sich eigentlich abends mal beim Glas Wein oder Mineralwasser hinsetzen und sich überlegen, wie fahre ich, was lade ich ein und wo will ich eigentlich hin. Wenn ihr also Interesse an diesen Gewichtsberechnungen habt, dann werden wir sicherlich im Laufe der Zeit auch mal wiegen, was wiegt so ein klassisch ausgestattetes Auto, was haben die einzelnen Optionen für reale Gewichte, damit man da einen guten Eindruck für hat. Weil ja, und das, was wir uns so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben haben, ja, ist, dass wir euch bei der Auswahl eures Traumfahrzeugs unterstützen wollen, dass ihr einfach eine fundierte, gute Entscheidung treffen könnt. Und die besteht eben nicht nur aus Optik und was finde ich cool und wie geil kann man alles machen, sondern faktisch müssen wir uns halt eben auch an gesetzliche Bestimmungen halten. Und da spielt Gewicht momentan neben dem Tempolimit für uns die allergrößte Rolle. Und dadurch, dass eben alle Wohnmobile auf dieser Grenze mal links, mal rechts davon unterwegs sind, muss das jeder für sich selber entscheiden. Und wir wollen euch da eben das Tool so ein bisschen an die Hand geben, dass man ein Gefühl dafür hat, wie sind die Autos denn in der Realität, was wiegen sie. Also, gefällt euch das, dann besorge ich uns eine Waage, dass wir vielleicht nicht immer eine Stunde hin und her gondeln müssen, weil das können wir dann im Alltag doch nicht abbilden. Wenn ihr sagt, ist mir alles viel zu theoretisch, ich will sehen, wie Autos aussehen, dann ist das auch in Ordnung, dann sparen wir uns die Arbeit. Würde mich aber interessieren, wie ihr darüber denkt. Ich wünsche viel Spaß bei allen weiteren Videos und ja, bis im nächsten Video. Bis dahin, tschüss!